Der Donnerstag bis Donnerstag Training, probiert das zu Hause zu machen, jetzt Abteilung Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, ja, oder MMA, Vale Tudo, ja. Ihr seid hier, Mann, direkt hier rüber, hier und Stomach, alles klar. Jetzt hier, beide Hände an die Schulter, ja, und wechseln rum auf die andere Seite, eins, wechseln rum auf die andere Seite, zwei, wechseln rum auf die andere Seite, vier, und so weiter, fünf, macht es so 20, 30 Mal, okay. So, nächstes Spiel. Wir sind hier, gehen Knie und Stomach, machen hier Käse Katami. Vom Käse Katami aus wechseln Sie die 69 oder South North und wechseln um auf Käse Katami. Okay? Und jetzt wieder das gleiche wieder zurück. Eins und zwei. Eins und zwei. Genau. Ihr werdet euch schon fragen, warum der Sascha nebendran genau die gleiche Übung macht. Wer das da natürlich glücklich und zufrieden ist und zu Hause den hier hat, super, ja, den haben aber nicht viele, weil das Ding recht teuer ist. Normales Haushaltskissen, ganz normaler Kissen von eurer Couch oder vom Bett, ja, ein Kissen dahingestellt und das ist der gleiche Sinn wie dieser Körper, okay? Eins, wechseln rum, zwei, wechseln rum, drei, okay? Ja, kissenmäßig. Ist es natürlich, sieht es ein bisschen blöd aus, ja, für euch, wenn ihr natürlich von hinten irgendwie Matalea oder was macht. Deswegen lassen wir das Ganze weg. Das Einzige, was ihr noch hier bringen könnt, von hier, ja, wieder zurück und eins, wieder zurück, zwei, wieder zurück und drei, okay? Wenn ihr Bock habt und hier dran seid, könnt ihr noch dazu das imaginäre Gang machen, Hand dran, Hand ans Gesicht, ne, und Hand drüber. Und Amba. Dann wieder wechseln. Wieder drauf. Wieder Neon Stomach. Wieder rein. Und Amba. Okay? Also da drüben wäre es das mit den Kissen. Ja? Falls ihr Fragen habt, gerne schreiben. Dankeschön.